Ja, hallo Vitam, hier auf meinem YouTube-Kanal Ausgewandert nach Polen. Ich bedanke mich, dass ihr das Video anschaut. Ihr kriegt es gerade mit. Habt tierische Halsschmerzen, eine Schloddernase. Nein, in Polen nennen wir dieses Erkältung. In Deutschland heißt es natürlich Covid-19. Ja, du hast Corona. Nein, habe ich nicht. Ich kenne meinen Körper. Ja. Schloddernase, Halsschmerzen, Erkältung, Fieber habe ich nicht. Ja, also keine dummen Kommentare, irgendwie unterschreiben. Guck mal, der Kerl hat Corona. Nein, habe ich nicht. Ich gehe auch so zum Einkaufen in die Geschäfte. Ich halte auch Abstände zu den Kunden ein. Nicht um die Kunden mit Corona anstecken zu wollen. Nein, damit ich sie mit meiner Erkältung nicht anstecke. Das war mal kurz vorweg. Also wie gesagt, in Polen nennt man das Erkältung. Ja? In Deutschland, wie gesagt, Covid-19, Corona, Delta-Variante. Will ich nicht mehr weiter darüber eingehen, aber normalerweise sollte ja heute der erste Teil kommen mit Auswandern nach Polen. Ja? Das Video wollte ich eigentlich schon gestern noch zu Ende schneiden, aber ihr kriegt es mit der Stimme. Ja? Und wenn ich so zwischendurch immer wieder so wie die Nase wischen muss, weil da Schlotter rauskommt, macht kein gutes Bild. Und aus dem Grund muss ich den Start der Reihe Auswandern nach Polen leider erstmal so ein bisschen nach hinten verschieben. Trotz alledem würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Glöckchen drückt. Und ich zeige euch jetzt eine kleine Vorschau, welche Themen ich dann behandeln möchte. Weil ich werde das nicht alles in einem Video machen. Das werden also mehrere Videos werden. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Videos, weil ich will dazwischen auch noch einen Livestream oder mehrere Livestreams schalten. Über YouTube oder StreamYard oder eventuell doch über Facebook. Das weiß ich noch nicht. Ja, ich weiß aber, warum es mit StreamYard nicht geklappt hat. Typischer Anfängerfehler. Ist auch nicht so schlimm. Ich mache noch ein paar Tests mit StreamYard und dann werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr dann in die Community klickt, informiert, wann der nächste Livestream ist und über was der Livestream stattfinden wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ein kurzes Intro und danach eine kleine Programmvorschau, welche Themen ich euch dann erzählen möchte in den Videos. Na, wenn ihr wirklich vorhabt, nach Polen auszuwandern. Also bleibt dran, nach dem Video geht's los. Und wann der Teil ist, wie gesagt, in der Community nachschauen. Wird sowieso dann als Premiere bei mir auf dem YouTube-Kanal angezeigt, wenn es den ersten Teil gibt. Wann es überhaupt ein nächstes Video gibt hier bei mir, weiß ich auch noch nicht. Weil heute ist Sonntag, morgen muss ich arbeiten. Ich versuche mich wirklich auszukurieren. Ja, es gibt also viel Tee zu trinken, Pfefferminztee. Ja, am liebsten würde ich natürlich Alkohol trinken. Ja, härtet ja die Bakterien ab, aber das geht nicht. Weil, wie gesagt, morgen muss ich arbeiten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt das Intro und danach die Programmvorschau. Ja, und kommentieren und einen Daumen nach oben würde mich auch freuen. Also, bis zum nächsten Video und dranbleiben.